Hallihallo meine lieben Turnfreunde, willkommen zu einem neuen Video bei Turnwelt. Ihr habt sehr oft gefragt, über Lively, über Musical.ly und auch über YouTube, wie man einen Handstand so lange halten kann. Das war Leonie. A Handy. Wir wollen euch das heute zeigen. Und dann würde ich auch mal sagen, los geht's! Natürlich müsst ihr am Anfang erstmal einen normalen Handstand dafür können. Ihr müsst ihn nicht unbedingt direkt am Anfang 3 Sekunden halten. Ihr könnt auch einmal nur kurz hochgehen, die beiden Schüsse dann wieder runtergehen. Ihr müsst auch nicht dabei laufen. Und es wäre gut, wenn ihr im Handstand dann nicht so dagegen drückt. So wie ich jetzt. Also, sondern, dass ihr direkt da drauf geht. Also, dass ihr so am Anfang erstmal mit eurem Arm auf einer Linie seid, erstmal für den normalen Handstand. Die nächste Übung ist dafür da, um eure Spannung aufzubauen und die sieht folgendermaßen aus. Also ich zeige euch erstmal, wie das falsch ist. Am besten nicht so, das baut überhaupt keine Spannung auf, sondern so. Also eure Hände bleiben unten liegen. Leonie hat euch nochmal kurz oben. Also eure Hände bleiben unten liegen, euer Körper ist in einer Linie, eure Zehenspitzen sind gestreckt und eure Beine gerade zu und zusammen. Und dafür braucht ihr natürlich einen Partner, den ihr schwer übersehen konntet. Die nächste Übung macht ihr direkt im Handstand. Also ihr seid im Handstand, dieser Partner macht die Hände ungefähr so weit auseinander. Nicht so. Nicht so. Also ungefähr so, wie die Schultern ungefähr breit sind, damit die Füße halt dazwischen sind und man den Spannungspunkt findet. Ich halte jetzt erstmal normal. Ja, das ist auch besser, wenn dein Partner dann am Anfang so die Beine festhält und dann erst so macht. Okay. Vielleicht macht jetzt nochmal die Leonie. Ja. Ja. Okay. Und so sollte es dann im besten Fall aussehen. Die Übung von gerade kann man auch natürlich auch ohne Partner an der Wand machen. Also man stößt sich dann so von der Wand ab, versucht dann halt so stehen zu bleiben. Das sieht dann ungefähr so aus. Also ihr seid dann mit dem Handstand und versucht euch so ein bisschen wegzudrücken. Hallo. Und euch dann halt in dieser Position zu halten und wenn ihr halt nach vorne, also nach hinten zur Wand rüberkippt, dann hält die Wand euch halt so wie ein Partner. Die nächste Übung klappt nur mit einem Partner, der ungefähr genauso groß ist wie ihr. Mit Leonie klappt das jetzt nicht so gut, deswegen hat sie sich gerade einen Rocker geholt, damit sie auch ihre Faust so nehmen kann. Also ich erkläre euch das einmal. Stell dir vor, das hier sind meine Beine. Also das hier sind so meine Füße und dann muss Leonie ihre Faust, das ist jetzt die Faust, so dazwischen machen. Und dann muss ich halt meine Füße so gegen die Faust drücken lassen, dass ich meinen Spannungspunkt finde. Erstmal am besten muss man so noch voll, dann kann ich das so besser. Ich halte jetzt mal wieder normal. Okay. Komm ein bisschen näher. Dann habt ihr viel mehr Spannung in dem Handstand. Und nicht versuchen, so ins Hohlkreuz zu gehen, also nicht so, auch nicht so, und am besten so. Das gleiche macht die Leonie auch nochmal. Um den Handstand besser zu halten, da mache ich meistens meine Schultern nach vorne. Bei den meisten sieht es ungefähr so aus, also dass sie so sind. Ihr müsst wirklich versuchen, mit den Schultern nach vorne zu gehen, also so. Da könnt ihr euch auch automatisch viel länger halten. Und wenn ihr merkt, dass ihr so ein bisschen nach hinten kippt, aber nur ein ganz kleines bisschen, könnt ihr eure Arme knicken, also so. Ich bin jetzt zu viel nach hinten gekippt. Deswegen war es so gut. Wir haben es jetzt auch noch einmal.
Aber erstmal mit der Schulter nach vorne. Ja. Leonie will das jetzt noch einmal ausprobieren. Seht ihr, dass die Leonie zuckt so ein bisschen mit den Armen? Es ist dagegen, wenn die Füße nur so ein ganz kleines bisschen so nach vorne neigen dann. Wenn man seine Beine knickt, dann hat man noch ein bisschen mehr Gleichgewicht im Handstand. Kann man sich so ein bisschen ausbalancieren, indem man die Beine streckt oder wieder knickt. Zu machen. Wir zeigen euch jetzt, wie man dem anderen erstmal dabei hilft. Also ihr müsst dann versuchen, wieder, wenn ihr im Handstand seid, wieder eure Balance zu finden. Dabei kann der Partner euch auch wieder helfen. Und dann könnt ihr ganz langsam wieder runtergehen. Wir machen das jetzt noch einmal. Wie möchtest du machen? Okay. Dann könnt ihr auch wieder so stehen. Am besten bei Jürgen jetzt mal so. Kannst du versuchen, ganz langsam wieder runterzugehen. Ja, und so klappt es. Mach ich das auch noch mal? Und jetzt kannst du auch alleine runter. Am besten versuchen nicht dabei zu laufen. Sonst könntet ihr halt nach vorne oder nach hinten kippen. So, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Jetzt haben wir es mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie auch in die Kommentare. Dann würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Video und tschüss!